willkommen zum allerersten Non-Mobile-Game auf meinem Channel. Ist eine Weltneuheit, das ist komplett krass für mich gerade. Ich habe es im letzten Video bekannt gegeben. Mein Channel wird nun geöffnet und ich mache jetzt alles. Ich zocke jetzt alles. Nach 2 Jahren, die ich hart stuck auf Mobile Gaming war, geht's jetzt los. Und Freunde, ich habe mir gedacht, als erstes Spiel, das ist eigentlich auch so dumm, das kannst du keinem erzählen. Als erstes Spiel habe ich mir ein sehr besonderes rausgesucht. Und zwar Lawnmowing Simulator. Ja, Freunde. Wir spielen heute als allererstes einen Rasenmäher-Simulator. Digga, es ist so dumm. So, Firmenname. Papfenheim mehr. Spieler bearbeiten. Papi, würde Echo Fresh jetzt zu mir sagen. Das ist Papi. Er ist Reactor. Ich heiße Papfi, by the way. Ich weiß, aber ich bin nicht Papi. Wer sieht denn aus wie ich? Der sieht halt 1:1 aus wie fucking Rumatra. Haben wir vielleicht zu viel Joints geraucht? Ja. Komm, wenn du hinten. So, Freunde, jetzt sind wir hier in der Mäher-Auswahl und ihr seht als allererstes der Lawnmower 4.0. Und damit, Freunde, kommen wir tatsächlich zum Sponsor des heutigen Videos. Ja, also, Alter, ich weiß doch auch nicht, was das ist. Na, läuft's mal wieder nicht so gut mit der Pflege von deinen Jungs? Ja, genau dich meine ich. Juckt's mal wieder? Ja. Na hier, probier doch mal das Performance Package 4.0 von Manscaped. Und was ist da drin? Was da drin ist? Die 4. Generation des Lawnmowers. Ein Trimmer mit hochmodernen Keramikklingen mit SkinSafe Technology. Dieses Gerät schneidet schnittfrei. Oder Schweiß, also, naja. Und nach der Rasur haust du dir das Crop Receiver Intim Toner Spray drüber. Das wird deine Weltansicht, was Pflege und Hygiene angeht, komplett auf den Kopf stellen. Und mit dem enthaltenen Weed Whacker hast du noch einen wasserdichten Ohren- und Nasenhaartrimmer mit dabei, um deinen Riechkolben vor Verletzungen zu bewahren. Oh, okay. Ach und Papfi, das war noch nicht alles. Denn Manscaped hat dir sogar 2 Geschenke mit ins Package gelegt. Die Manscaped Boxershorts und The Shared Kulturbeutel. Es ist also jetzt an der Zeit, dass du dich um dich selbst kümmerst und dir was Gutes tust. Geh auf manscaped.com und erhalte 20% Rabatt plus kostenlosen Versand mit dem Code PAPFI20. Also wie unbeschwert kann man sein beim Rasenmähen? Das würde ich gern persönlich herausfinden. So. Okay, ist das geil, ey. Zum Gras fahren. Geil. Mit X aktivierst du das Messer. Das Messer. Achtung, du benutzt die falsche Schnitthöhe. Woher weiß ich denn, welche Schnitthöhe richtig ist? Schnitthöhenspanne 5 bis 6 Zentimeter. Ist das dumm? So. Oh, guck dir das an, Alter. Da sehe ich mich so doll. Ist schon satisfying, hier so die Linie zu ziehen. Ich habe früher mal, als ich jünger war, da hatten wir einen fetten Rasen und den habe ich immer gemäht und irgendwann stand tatsächlich auf dem Samstagabend mal der Nachbar mit der Zeitung in der Hand am Gartenzaun und hat mir erklärt, zu welchen Zeiten man mähen darf. Es ist so lost. Und was habe ich zu ihm gesagt? Ja, sagt der Schaff zu mir, mäh, sagt der Rasenmäher, du hast mir gar nichts zu befehlen. Oder bin ich weitergefahren? Also, laufen, wir hatten keinen Aufsitzrasen mehr, das wäre zu schön gewesen. Dann habe ich ihn noch gefragt, sag mal Nachbar, was macht denn ein Security-Mann in der Nudelfabrik? Er so, ja, was willst denn du jetzt von mir? Er passt da auf! Gala, ne, heißt es ja, Gartenlandwirtschaftsbau, ne? Die würden jetzt sagen, Junge, mäh doch mal gerade Bahn, es ist mir scheißegal, ich mäh so, wie ich will! Ort verlassen. Jetzt müssen wir wieder aufsatteln hier. Ich glaub's nicht. Jetzt fahren wir wieder auf den Hänger drauf, Alter. Und das war jetzt das Tutorial? Als allererstes würde ich sagen, wir fangen an mit so einem richtigen Shit-Rasenmäher. Ein Rasentrimmer auch noch. Das ist ja geil. Papi. Fahrzeug. Equipment. Starten. Terrainprüfung. Zu Beginn jedes Auftrags hast du kurz Zeit, Objekte im Gras zu suchen und zu entfernen. Wie kann ich jetzt hier Sachen überprüfen im Rasen, ob da was ist? Na, guck mal hier. Objekt aufheben. Spielzeugauto. Hauen wir alles auf Kleinanzeigen, ich sag's dir. Was haben wir hier? Haufen Kot. Ah, guck mal hier. Oh, Terrainprüfung abgeschlossen. So, halte RT. Warte mal. Oh, geil. Jetzt will ich mal wissen, kann ich die Blumen abhaken? Strafe. Also die Dinger finde ich ja immer geil, ne? Wir legen die Bude jetzt mal zurück hier, pass auf. Motor an. Der klingt besser. Was für eine Schnitthöhe? 5 bis 6. Und Gas. Wow.
Boah, der hat ja richtig Dampf drauf, Alter. Der ist halt viel geiler. Guck mal, wie schnell der ist, hä? Boah, der gleitet hier durch. Erstmal außen rum und dann werden hier Bahnen gefahren. Pass auf. Guck mal. Digga, wie er so nach hinten guckt immer. Das finde ich auch sehr impressive. Jetzt muss man hier ganz wichtig einmal um den Abelbaum rum. Schön mit einer... Terrain, Schaden. Okay, wir haben... Oh, da waren wir zu sehr in der Kurve. Shit. Ja, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ist denn so euer Lieblingsrasenmäher? Aber Schnittbild ist nicht so geil, ne? Ich drehe es schon 6 Stunden, in so meine Runde. Es rappeln die Motoren, jetzt drückt in meinen Ohren. Wir mähen uns jetzt hier einmal im Kreis. So, schön im Kreis, jawohl, ja. Was eine Scheiße. So, hier schön nochmal richtig einen reinmähen. So, wir mähen das jetzt mal fertig hier, warte mal. Die Frage ist, ob wir jetzt gleich dann auch nochmal drüber gehen müssen bei den Stellen, wo wir verkackt haben. So, jetzt gehen wir hier wieder in die Kurve rein. Warte mal, wir nehmen mal die weite Kurve. Weil jetzt schneiden wir hier wieder um unser Feld rum, ja. Schön auf die Blumen aufpassen, das ist wichtig. Das ist essentiell. Ja, meine Frau meinte neulich zu mir, wegen den ganzen Spielen hier und so, ich sei zu kindisch, ne? Da habe ich sie von meiner Spielburg weggeschickt. Kindische. Ja, doch, ich fühl's. Ich hätte gerade absolut Lust, jetzt anzugrillen, mir dabei so ein schönes Bitburger in den Hals zu knallen und währenddessen, ja, Rammstein zu hören oder so. Oh, und Fußball gucken. Mann, ich will Fußball gucken und Rasen mähen. Also, und das, nee, und das auf dem frisch gemähten Rasen. Und dann schnauze ich jeden an, der irgendwie mit falschem Schuhwerk meinen Rasen betritt. Das sag ich dir. Guck dir mal die Bahnen an. Das sieht komplett beschissen aus. Das sieht so beschissen aus. Ja, also mit dem Lawnmower über den ersten Link in der Videobeschreibung, Freunde, da ist das viel geiler durch. Sag ich dir. Da schneidest du nämlich blutfrei. Also, das kann man jetzt nicht so mit dem Rasenmähen vergleichen. Also irgendwie ja schon. Sich mal wieder richtig die Hecke stutzen. Weißt du, wie ich meine? Freunde, übrigens, ich würde mich riesig freuen über ein Abonnement auf diesem Kanal. Denn, wie bereits erwähnt im letzten Video, vielen Dank da auch für das ganze Feedback, Leute. Wie bereits im letzten Video erwähnt, werde ich jetzt tatsächlich alles an Games zocken. Das heißt, wenn ihr irgendwie sagt, Alter Papfi, das wollte ich schon immer mal bei dir sehen und konnte ich nicht. Jetzt ist der Moment, wo du sagen kannst, ey Papfi, ich will, dass du das Spiel zockst. Ich lese das und vielleicht zock ich's, ja. So, ich glaube, es ist Zeit für das Handgerät. Pass auf. Ah, hat ein bisschen gedauert mit dem Absteigen, aber ist nicht weiter schlimm. So. So, schön, schön. Guck mal, hier werden die Ränder feinst säuberlich noch weggemacht. Meine Arbeit hier ist getan. Ach, guck mal, der zeigt es ja auch schon an. Wir sind dann, Guys, wir sind dann. Und nu? Bam! Erster Vorgarten. Alter, hat das lang gedauert. Das waren gerade 20 Minuten, die ich virtuell Rasen gemäht habe. Digga. Ja, und jetzt? Was haben wir? Wir haben ein paar Strafen. 6 Dollar Strafe. Okay. 290 Euro. Ja, gut. Also, Pfund. Ja, Freunde. Abonniert diesen Dreckskanal.